Ah, Frau Asumane. Hätten Sie kurz noch einen Moment? Ja. Ich wollte mich bei Ihnen. Wieso haben Sie eigentlich noch einen Täter in der Hand? Ja, von jetzt gerade. Ach so. Ich wollte mich bei Ihnen persönlich nochmal entschuldigen. Weil ich bin heute mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ich wollte Ihnen nicht auf die Füße treten. Ihr Mann auch nicht. War eher so ein bisschen semi-professionell von mir. Ja, Einsicht ist ja schon mal gut. Ich habe Ihnen ja jetzt auch nur ein Bußgeld gegeben gehabt, ne? Das Nachteilige Ich hätte ist, natürlich auch. hätten Sie nicht dürfen laut den Herrn von gerade. Ach, natürlich. Sie haben Beamten beleidigt. Ja. Die Geldstrafe ist gerechtfertigt, die Sterne wären nicht gerechtfertigt. Die Dame, nur mal so, gucken Sie bitte mal ins Gesetzbuch, was da steht. Da steht 7K pro Wanted. Da Sie mir ja kein Wanted ausgestellt haben, ist die Strafe ja auch bis zu Käse. Also ich hab ja von Ihnen kein Wanted Ah ja. bekommen. Und deswegen. Herr Zumane, ich glaube, die Dame meint sie. Nein, Sie haben einen, Hey! Sie haben Ganz sicher genau nicht. deswegen. Es gibt eine Mindeststrafe, das sind 7K. Ja, aber das steht doch, Also. da steht doch drinne. Gucken Sie mal ins Bußgeldkatalog. Da steht 7K pro Wanted. Da ich ja aber kein Wanted bekommen habe, sind die 7K da gar nicht möglich. Pro weiteren Wanted der Herr. Das steht da nicht. Na doch, das ist uns so genau erklärt worden. Und normalerweise müssten Sie ein Wanted bekommen, da Sie ja jetzt auch eine FIPCO haben. Also bis jetzt habe ich doch gar nichts. Naja, das ist ja schon eingereicht, ne? Aber an sich, Frau Azumane, im Übrigen, Sie haben vor uns gesagt, Sie kennen mich. Das bezweifle ich übrigens sehr stark. Meinen Sie? Sie kennen eine alte Person mit dem Namen Kaiser mit AY. Ich werde mit AI Nein. geschrieben. Doch? Nein. Doch? Es ist völlig egal gerade. Ich kenne Sie. Wir haben auch schon mal uns Hallo gesagt. Das Und bezweifle ich sehr stark. nein. Dann erklären Sie mich, Aber das aber an tut jetzt auch nichts Frau weiter zur Sache. Azumane, aber eine Frage noch. Ich hatte vor uns eine Maske auf, bevor ich Ihnen meinen Reisepass gegeben habe. Und da meinten Sie, Sie kennen mich und ich bin immer so. Wie funktioniert denn das? Also, Selbst wenn wir Hände erstens mein. geschüttelt haben, das klappt nicht durch eine Maske. Erstens, mein Mann hat den Dienstausweis von Ihnen gesehen. Und zweitens habe ich das, nachdem auch der Name gesagt wurde, beziehungsweise es war ja so, dass wir uns ja bereits von dem Vorfall vorne am Tor kannten. Ja, ich habe nicht gesagt, dass ich Sie per Namen kenne. So, darum ging es nämlich. Sie hatten eben schon ihr Hasenkostüm an, sie hatten eben schon die Maske an, sie hatten auch eben schon ihre Sichel auf dem Rücken. Und daran erkennt man neuerdings Leute. Komisch, also es bringt einfach nichts mit Ihnen weiterhin zu reden. Tut mir leid. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Alles andere wird sich dann sicher noch klären. Naja, aber trotzdem die Frage, darf man denn Leute an Klamotten erkennen? Wäre mir persönlich jetzt neu, aber Sie können mich gerne weiterbilden. Es hat keinen Sinn. Schönen Abend noch. Ah ja. Hallo.